Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier aus der Onkengemeinde. Schön, dass du da bist, dass ihr da seid und mit uns gemeinsam Gottesdienst feiern wollen. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich möchte zu Beginn des Gottesdienstes mit uns beten. Unser Gott, der du uns fern und doch so nah bist, wir wollen von deinem Namen nur gut reden. Dein Einfluss soll wachsen, sodass dein Wille geschieht, und zwar überall. Versorge uns jeden Tag mit dem, was wir brauchen. Hilf uns, dass wir nach deinem Vorbild vergeben lernen. Behüte uns vor dem, was uns von dem Weg, der zu dir führt, abbringen könnte. Denn du bist derjenige, der alles hat und alles gibt. Amen. Wir hören ein Lied über die Hoffnung. Der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag, voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht und in das Dunkel. Kein Grab hat ihn Anspruch.
eines neuen Jahres. Und an diesem Sonntag, in diesem Gottesdienst, wollen wir uns mit der Jahreslosung beschäftigen. Die Jahreslosung ist ein Satz aus der Bibel, der uns das ganze Jahr begleiten soll. Und dieser Satz, diese Jahreslosung, die wird von einem ökumenischen Team festgelegt. Und das ist schon ein paar Jahre her. Für dieses Jahr 2021 lautet die Jahreslosung: Seid so barmherzig wie euer Vater im Himmel. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 36. Seid so barmherzig wie euer Vater im Himmel. Wie geht ihr miteinander um? Wie verhalten wir uns? Wie begegnen wir uns? Darum geht es in diesem Satz. Und dazu wollen wir nachher die Predigt von Mirjam Fuchs hören. Wir wollen in diesem Gottesdienst aber auch gemeinsam Abendmahl feiern. Und ich lade dich ein, teilzunehmen und dir für später schon ein bisschen Brot und etwas Saft bereitzustellen, damit wir gemeinsam Abendmahl feiern können. Jetzt hören wir nochmal ein weiteres Lied. Ich habe noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Gewartet und gewacht, wann kommt der Morgen, geht die Nacht? Ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich fliehe alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt, ist dich zu sehen. Still.
gesünder ernähren, mehr Sport treiben, mehr Zeit mit Freunden und der Familie verbringen, sparsamer leben. Ja, das sind die Vorsätze laut Statistika, die dieses Jahr am meisten genannt wurden. Das Problem mit guten Vorsätzen so am Anfang eines Jahres ist ja, dass sie oft nicht so lange halten. Mein, ich weiß nicht wie vielter Versuch, Tagebuch zu schreiben, ist im vergangenen Jahr wieder einmal kläglich gescheitert. Von einer ganzen Seite hatte ich mich runtergearbeitet auf 5 Zeilen am Tag. Am 7. Januar war es vorbei. Für mich eine doch frustrierende Angelegenheit. Vorsätze, an denen man scheitert. Da ist unsere Jahreslosung dieses Jahr. Verena hat sie vorgelesen. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Dieser Satz stammt aus einer Rede von Jesus an seine Jünger. Und es ist eine dieser Reden, die ans Herz geht. Eine, die den Kern trifft. Das Leben der Menschen, die Jesus nachfolgen. Jesus geht ans Eingemachte und sagt, liebt eure Feinde. Stellt das Wohl des anderen über euer eigenes Wohl. Behandelt den anderen so, wie ihr behandelt werden wollt. Richtet nicht. Seid großzügig und gebt dem anderen weiter. Von dem, was du hast, fordere es nicht zurück. Sei barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ich finde, da liegt die Messlatte ziemlich weit oben. Sehr hoch. Und die Frage ist, ist dieser Satz mehr als ein guter Vorsatz, der am 7.1. im Sand verläuft? Barmherzigkeit, das ist ja ein Wort, was in unserem Sprachgebrauch nicht ganz so häufig vorkommt. Eher, wenn es um Spendenaktionen oder besonders gute Menschen geht. In der Bibel, da ist Barmherzigkeit viel öfter zu finden. Im ersten Teil, aber auch im zweiten Teil der Bibel. Und immer wieder wird Barmherzigkeit mit Gott in Verbindung gebracht. Man könnte sogar sagen, dass Barmherzigkeit Gottes liebevolle, helfende Zuwendung dem Menschen gegenüber meint und das Ganze trotz Fehler und trotz Schuld. Barmherzigkeit ist Gottes helfende Zuwendung dem Menschen gegenüber trotz Versagen und menschlicher Schuld. Und hier kommen wir an den Kern dessen, wie Gott ist. Der Gott, der sich als die Liebe in Person beschreibt. Sein Handeln, sein Tun ist von Liebe, von Mitleiden geprägt, von Zuwendung. Der Psalm 86, Vers 15, der bringt es so ein Stück auf den Punkt, indem er sagt, aber du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß. Deine Liebe und deine Treue kennt kein Ende. Gottes Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Treue ist grenzenlos. Und nicht nur theoretisch, sondern ganz, ganz praktisch. Gottes Barmherzigkeit ist praktisch. Gottes Barmherzigkeit ist aber auch seine Wesensart. Es ist seine Art, wie sein Herz schlägt. Es ist Gottes Herzensart. Barmherzigkeit ist Gottes Herzensart. Und diese Herzensart Gottes, sie findet sich in Jesus wieder.
Gerade der Evangelist Lukas als Arzt beschreibt es so eindringlich. Er beschreibt, wie Jesus heilt, wie Jesus aufrichtet, wie Jesus tröstet. Er beschreibt, wie er sich denjenigen zuwendet, die am Rand der Gesellschaft stehen. Gerade die Nichtbeachteten finden bei Jesus Beachtung. Gerade die, mit denen keiner etwas zu tun haben will, sie sind bei Jesus willkommen. Jesus begegnet ihnen liebevoll, helfend, barmherzig. Er ist ihnen zugewandt. Und heute, in einer Zeit, in der wir nicht mehr körperlich Jesus sehen können, ihn nicht anfassen, ihn nicht greifen können, nicht haptisch erfassen können, wo findet sich da Barmherzigkeit in deinem und in meinem Leben? Im Nachdenken darüber und im Austausch bin ich zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Für mich zeigt sich Gottes Handeln, Gottes Barmherzigkeit in dem Vorrecht, in einem Land zu leben, das in äußerem Frieden ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir Frieden haben in Deutschland. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich ein Zuhause habe, in dem ich zur Ruhe kommen kann. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich Bewahrung erlebe auf den Fahrten. Es ist nicht selbstverständlich, dass der Tisch so reich gedeckt ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich Freunde, dass ich Familie habe. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich gesund bin. Das alles sind für mich Ausdrücke von Gottes Barmherzigkeit in meinem Leben. Doch ich glaube, dass es noch tiefer geht. Ich weiß, dass es nicht jedem Menschen so gut geht. Ich weiß, dass nicht jeder in Frieden lebt. Und doch ist Gottes Barmherzigkeit für jeden da. Deswegen muss Gottes Barmherzigkeit noch eine andere, eine tiefe Dimension haben. Eine, die unabhängig ist von äußeren Einflüssen. Gottes Barmherzigkeit, die zeigt sich bei den Menschen im ersten Teil der Bibel, genauso wie im zweiten Teil der Bibel. Und im ersten Teil der Bibel wird Gottes Barmherzigkeit auf dieser anderen Ebene nochmal beschrieben. Denn Gottes Barmherzigkeit zeigt sich, wie er mit seinem Volk Israel umgeht. Er zeigt es ganz konkret in dem Handeln und in dem Sein mit seinem Volk, zum Beispiel während der Wüstenwanderung. Der Auszug aus Ägypten liegt hinter ihnen, das verheißene Land liegt vor ihnen. Und dazwischen ist das Leben, dazwischen ist das Auf und Ab, dazwischen liegt die Wüste. Eine Zeit, die herausfordernd ist und in der das Volk Israel immer wieder eigene Wege gehen möchte, anderen mehr Glauben schenken möchte als Gott, nicht so lebt, wie Gott es möchte. Und immer wieder muss Mose als Leiter für dieses Volk eintreten, um Vergebung beten. So auch in 4. Mose 19, Vers 14, als er bittet: So vergib nun die Missetaten dieses Volkes nach deiner großen Barmherzigkeit, wie du auch diesem Volk vergeben hast von Ägypten bis hierher. Und Gottes Antwort? Gottes Antwort ist: Ich habe vergeben, wie du es erbeten hast. Barmherzigkeit, das ist auch Vergebung, ist mit Vergebung eng verknüpft. Gottes Barmherzigkeit, sein Handeln ist
unabhängig von deinen und von meinen Fehlern. Barmherzigkeit erlebe ich, kannst du erleben, in Gottes Zuwendung zu dir trotz deiner Fehler, indem er Neuanfänge möglich macht, Vergebung zuspricht, wenn wir darum bitten, und dieses Vergebung gewähren, zusprechen, eine kaputte Beziehung zu ihm wieder heil machen. Das ist es, was auch im Neuen Testament zu finden ist. 1. Johannes 1, Vers 9, da steht diese Zusage. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist ein Versprechen Gottes an dich und mich. Gott ist ein Gott der Neuanfänge. Er ist der Gott der Neuanfänge. Und diese Neuanfänge sind möglich, weil er sich dir und mir barmherzig, liebevoll zuwendet. Und diese liebevolle Zuwendung, sie hat eben unterschiedliche Dimensionen. Das Innere, die Vergebung, dort, wo Gott tröstet im Leid, weil er es zugesagt hat, wo er aufrichtet, wo er heilt, wo er mitgeht durch dunkle Täler und sich mit dir freut an sonnigen Tagen in deinem Leben. Gottes Barmherzigkeit, sein Zugewandtsein, seine Vergebung, sie äußert sich in Taten noch heute. Und das trotz unserer Fehler. Das ist die gute Nachricht, die am Anfang dieses Jahres steht. Gott ist barmherzig. Gott ist ein Gott der Neuanfänge. Gott wendet sich dir zu. Sein Herz sehnt sich nach dir und sehnt sich nach mir. Es kann sein, dass du das hörst und in dein Leben schaust und feststellst, mein Leben sieht anders aus. Ich erkenne nicht die Spuren von Gott in meinem Leben. Von liebevoller Zuwendung ist da nicht zu sehen. Und alles Äußere scheint wie ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Wenn das so ist, dann lass dieses Jahr ein Jahr werden, das mit der Bitte beginnt: Herr, zeig mir deine Barmherzigkeit in meinem Leben, in meinem Alltag. Nutz die Gelegenheit, mit diesem Gebet in dieses Jahr hineinzugehen, mit dem Gebet, Gott ganz konkret in deinem Alltag zu erleben. Ich möchte für dich beten, ich mache das jetzt direkt hier. Und wenn das dein Gebet ist, dann sprich es doch einfach nach. Es ist ein Gebet, was sich darum richtet, darauf ausrichtet, Gottes Barmherzigkeit in deinem Alltag zu erleben. Ich bete. Gott, ich habe gehört davon, dass du barmherzig bist. Ich habe es gehört und ich möchte es irgendwie glauben, aber ich erlebe es in meinem Leben so wenig. Und doch ist da diese Sehnsucht, dich als den barmherzigen, handelnden Gott in meinem Alltag zu erleben. Bitte, zeig mir deine Barmherzigkeit in meinem Alltag. Begegne du mir so, wie ich es verstehe. Präge du dieses Jahr, dass es ein Jahr wird, in dem ich deine Barmherzigkeit, dich sehe und in dem ich neu in Staunen komme über das, was du tust.
Amen. Gott ist ein Gott, der zugewandt ist. Ein Gott, der Gebet erhört, wenn sie aus vom Herzen kommen. Aber dieser Vers geht ja noch weiter, beziehungsweise er hat hier noch einen anderen Aspekt. Da ist dieser Aspekt barmherzig, so wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Aber da ist ja auch der Anspruch an dich und an mich, die Aufforderung Jesu an seine Nachfolger, sei barmherzig. Du und ich, wir sind aufgefordert, Gottes Herzensart zu unserer werden zu lassen. Ganz praktisch. Es geht um dein Herz, um dein Innerstes. Es geht hier um dich. Du und ich, wir sind aufgefordert. Veränderung, die im Herzen beginnt und sich dann ganz praktisch auswirkt. In deiner Familie, bei deinen Freunden, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Beziehung zu deinem Partner, deiner Partnerin, in der Beziehung zu deinen Kindern und Enkelkindern, in der Beziehung zu deinem Nächsten. Da, wo du bist, soll Gottes Barmherzigkeit durch dich Hand und Fuß bekommen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Durch praktische Ratschläge, ein offenes Ohr, Hilfe im Alltag, indem du deinem Partner, deiner Partnerin den Rücken frei hältst. Sie unterstützt an einem Tag, der wirklich schwierig war für sie. Indem du deinen Kindern beim Homeschooling zur Seite stehst, für deine Eltern mal einen Kaffee kochst oder einfach mal dein Zimmer aufräumst, wenn es dran ist. Wenn du auf der Arbeitsstelle deinem Kollegen freundlich begegnest. Wenn du andere finanziell unterstützt, wenn du ihnen im Gebet beistehst. Ja, Barmherzigkeit kann praktisch ganz unterschiedlich aussehen. Gary Chapman und Rose Chappell, sie haben es in ihren Büchern 5 Sprachen der Liebe auf den Punkt gebracht. Helfen ist gelebte Liebe. Helfen ist gelebte Liebe, ist eine Ausdrucksform von Liebe. Eine Liebesäußerung, die nicht erzwungen werden kann, sondern die aus eigener Motivation, aus dem Herzen heraus entsteht. Sie bringen es in dem Satz auf den Punkt, Sklavendienst wird von oben verordnet. Anderen aus Liebe zu helfen, ist ein Herzensanliegen. Es geht also bei Barmherzigkeit um dein Herz, um Gottes Herzensart in deinem Leben. Und dann hat das Auswirkungen auf andere, auf die Beziehungen in deinem Umfeld. Die Frage ist, wie kann das gelingen? Wie können wir zu dieser Herzensart kommen? Ich merke, dass es schwer ist, dass es immer wieder schwer ist, ganz ohne Hintergedanken zu helfen, aus sich heraus auf den anderen zuzugehen, in diesen Prozess der Vergebung einsteigen, wo Dinge sind, die unendlich schwer lasten. Und das heißt, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, Barmherzigkeit, Gottes Herzensart zu lernen. Vielleicht kennst du dieses Bild von Brunnen mit unterschiedlichen Ebenen, mit unterschiedlichen Schalen, die von oben füllen und sich aufeinander beziehen und voneinander abhängig sind. Nun, ein Brunnen ist ziemlich schwer in die Onkenkirche zu kriegen, aber so eine Etagere, die habe ich hingekriegt. Es ist wie mit diesen unterschiedlichen Schalen. Eine Schale
kann nur dann abgeben an die nächstuntere, wenn sie selbst gefüllt ist. Erst wenn sie von außen gefüllt ist, wenn sie selbst erlebt, dass sie gefüllt wurde. Erst wenn sie so viel hat, dass sie überfließen kann, erst dann kann sie weitergeben an die untere Schale. Obere Schale versuchen von sich aus, die untere Schale zu füllen, von dem, was sie hat, weiterzugeben, obwohl sie selbst kaum was hat, dann trocknet sie aus. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, was uns passieren würde, wenn wir versuchen, von uns heraus eine andere Herzenshaltung zu bekommen, von uns heraus zu helfen und uns unter Druck setzen, Barmherzigkeit leben zu müssen als Sklavendienst. Wir brauchen es, dass wir selbst gefüllt werden. Wir brauchen es, dass wir selbst Barmherzigkeit in unserem Leben erleben, erkennen und aus dieser Fülle heraus weitergeben können. Erst dann gelingt es auf eine Weise, die nicht frustrierend ist, sondern die aus dem Herzen kommt. Erst wenn wir gefüllt sind, erst wenn du gefüllt bist, dann kannst du weitergeben. Und deswegen steht am Anfang dieses Jahres nicht in erster Linie die Handlung, sondern da steht die Beziehung zwischen Gott und dir. Die Beziehung, die davon geprägt ist, dass du dich füllen lässt. Dass du Gott in deinem Leben erlebst, Zeit mit ihm verbringst, in der Beziehung zu ihm dein Herz Form gewinnt, seine Form gewinnt, dass deine Herzensart mehr seine Herzensart wird. Dann kann Vergebung gelebt werden. Dann kann Vergebung Stück für Stück praktiziert werden. Nicht aus sich heraus, sondern weil Gott da ist und weil er dir und mir die Kraft dazu schenkt. Er ist es, der uns mit seiner Barmherzigkeit, seiner helfenden Liebe, seiner Zugewandtheit, seiner Vergebung unser Herz ändert. Aus dieser Liebe heraus sind wir fähig, anderen zu helfen, zu lieben. Dann wird Barmherzigkeit praktisch, so wie dieser Brunnen. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel Barmherzigkeit ist. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass dieser Satz mehr als ein guter Vorsatz ist. Ich wünsche dir, dass dieser Satz dich in Gottes Nähe bringt, dass du ein Empfangener wirst, eine Empfangende wirst und als Empfangende weitergibst, so wie du von Gott empfangen hast. Ich wünsche dir, dass dieser Gottesdienst ein Startpunkt zur Reise ist, die mit Empfangen anfängt und sich im Handeln fortsetzt. Gottes Herzensart, Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Amen. Thank you.
Jetzt aber, Gottes Barmherzigkeit, sie wird in Jesus Mensch. Durch Jesus sehen wir Gottes Barmherzigkeit ganz praktisch. Und seine helfende Zugewandtheit, gerade in seinem Tod, in seiner Auferstehung, sehen wir es zugespitzt. Ja, zugespitzt ist vielleicht der richtige Ausdruck, konzentriert. Und ich bin so dankbar, dass Gott dir und mir eine Erinnerungsstütze gegeben hat. Dass wir uns immer wieder neu daran erinnern können, was Jesus für dich und für mich getan hat. Dass er am Kreuz gestorben ist, dass er begraben wurde, dass er auferstanden ist, dass er beim Vater ist und von dort wiederkommen wird. Dass er in seinem Tod uns aber auch die Möglichkeit gibt, eine Beziehung zu Gott zu haben. Vergebung, Neuanfang zuspricht. Wir wollen gemeinsam das Abendmahl nehmen. Wir machen das so, ich lese die Einsetzungsworte, dann bete ich für das Abendmahl, für das Brot. Und während Verena das unseren Technikern und uns dann verteilt, haben sie die Möglichkeit, es auch in die Hand zu nehmen. Wir wollen dann gemeinsam das Abendmahl nehmen, zeitgleich. Um damit auszudrücken, wir als deine Kinder, wir erinnern uns gemeinsam. Du begegnest uns barmherzig. Ich lese uns die Einsetzungsworte aus dem 1. Korinther 11. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Ich bete. Jesus, danke dafür, dass du diesen Wunsch geäußert hast, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern und uns gemeinsam daran erinnern, was du für uns getan hast. Danke dafür. Danke dafür, dass wir sehen und schmecken können, wie großzügig, wie barmherzig, wie liebevoll und wie nahekommen du bist. Danke dafür, dass wir auch heute hier gemeinsam Abendmahl feiern dürfen. Amen. Jesu Leib für dich gebrochen. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut.
Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir danken dir, Jesus, dafür, dass du wiederkommst, dass du heute hier gegenwärtig bist in jedem Einzelnen von uns, dort, wo wir sind, wenn wir mit dir verbunden sind. Danke dafür, dass du eines Tages wiederkommst, ganz praktisch. Und danke dafür, dass wir das auch feiern dürfen, auf die Hoffnung hin. Du bist groß, du bist herrlich, du bist der Herr. Wir danken dir dafür, dass wir das feiern dürfen. Amen. Jesu Blut für dich vergossen. Amen. Sei so barmherzig, wie dein Vater im Himmel barmherzig ist. Alles beginnt bei Gott. Es fängt bei ihm an. Und ich möchte uns einen Text lesen, der wunderbar zu dieser Jahreslosung und zu der heutigen Predigt passt. Er stammt aus dem 12. Jahrhundert, ist schon alt und so aktuell. Die Schale der Liebe. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal,
der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur See. Du tue das Gleiche, zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt, überzuströmen, nicht auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, und wenn nicht, dann schone dich. Wir hören ein weiteres Lied, Ströme lebendigen Wassers. Leben schon. Oh Herr,
In der Onkengemeinde ist es eine gute und ja, gelebte Tradition, dass wir im Abendmahlsgottesdienst ganz besonders für die Menschen beten, denen es nicht gut geht. Die krank sind, in Trauer sind oder aus ganz unterschiedlichen Gründen schwer zu tragen haben. Wir wollen auch für Frieden beten, für Frieden in der Welt, bei jedem Einzelnen zu Hause, in unserem Herzen. Darum, dass Gott seinen Frieden schenkt. Ich bete und ich lade dich und sie dazu ein, mitzumachen. Gott, du barmherziger Gott, wir danken dir dafür, dass du zugesagt hast, dass du das geknickte Rohr nicht abbrechen wirst. Danke dafür, dass du ein Gott bist, der aufrichtet. Danke dafür, dass du ein Gott bist, der Wunder tut, noch heute. Und wir wollen dich bitten, dass du handelnd eingreifst, dass du tröstest, dass du aufrichtest, dass du heilst. Gerade die Menschen, gerade die Geschwister, denen es nicht gut geht, die krank sind, die unter körperlichen oder seelischen Lasten schwer zu tragen haben. Wir bitten dich, dass du ihnen diese Last abnimmst. Wir bitten dich, dass du in dieser schweren Situation ihnen beistehst. Wir bitten dich um Trost und um Aufrichtung. Wir bitten dich, dass sie deine Barmherzigkeit an ihrem Leib und in ihrem Geist, in ihrer Seele spüren. Vater, du kennst aber auch unsere Welt, die so schwer zu tragen hat. Sei es an Kriegen und Gewalt, an Streitigkeiten im Großen und im Kleinen, am Leben, das so viel auf der Strecke lässt. Du kennst deine Schöpfung, du kennst deine Welt, die ächzt unter dem, was wir Menschen ihr antun und uns antun. Vater, wir bitten dich um Frieden, um heile Beziehungen zu den Menschen in unserer Umgebung. Wir bitten dich um Frieden in unseren Familien, in unserer Stadt. Wir bitten dich um Frieden in unserem Land und weltweit. Gerade dort, wo Friede Mangelware ist. Wir bitten dich um eine heile Beziehung zur Schöpfung, dass wir neu unsere Verantwortung wahrnehmen, auf das zu achten, was du uns anvertraut hast. Wir bitten dich für die Regierenden, dass du ihnen beistehst, dass du ihnen die Weisheit gibst, gute Entscheidungen zu treffen. Wir bitten dich um Weisheit in der Pandemiebekämpfung, aber auch in allen anderen Fragen, sei es Umweltschutz oder das soziale Miteinander zu stärken. Wir danken dir dafür, dass dir alle Macht gebührt im Himmel und auf der Erde und dass du gesagt hast, du bist da. Und diese Gegenwart erbitten wir dich, dass sie Menschen erleben, im Kleinen und im Großen. Schenke du uns deinen Frieden. Amen. Ich habe noch ein paar Hinweise für uns. Ich habe gerade gedacht, ja, etwas, was in Pandemiezeiten und Lockdown oder nicht immer bleibt, das ist unsere Kollekte. Ja, wir finanzieren alles aus freiwilligen Spenden und deswegen soll die Kollekte heute an diesem Sonntag für unsere Gemeindearbeit sein. Ob es darum geht, dieses Gebäude zu erhalten, die Technik zu erneuern, die Gemeindegruppen zu unterstützen, Seniorenpäckchen, Vorbereitungen für Frauenstunden oder für die Grindelkids wird Material gebraucht. All das finanzieren wir selbst. Kollekte wird anders sein. Erstmal ist das Portemonnaie gar nicht so wichtig. Scannt den QR-Code ab, guckt auf der Homepage nach unserer Kontonummer. Ich danke euch. Auch nächsten Sonntag wird es einen Gottesdienst geben. Pastor Frank-Erik Müller wird predigen und
Wir wissen noch nicht genau, wie es weitergeht, aber auf jeden Fall wird es am nächsten Sonntag keinen Präsenzgottesdienst geben, sondern wieder einen reinen Streaming-Gottesdienst. Am Donnerstag trifft sich der Vorstand, der wird dann beraten und beschließen, und wir werden euch so bald wie möglich dann informieren, wie es weitergeht. Das Jahr hat gerade erst angefangen, aber die Geburtstage sind schon da. Wir haben schon gestern ein Geburtstagskind gehabt. Morgen haben wir einen 90. Geburtstag in unserer Gemeinde. Und übermorgen, da feiert jemand den 6. Geburtstag. Und das wird dann bestimmt ein ganz spannendes Lebensjahr. Unsere Mitglieder finden die Geburtstage auf unserer Homepage im Login-Bereich. Da könnt ihr rein und euch angucken, wer Geburtstag hat, und anrufen oder eine Karte schreiben. Wer die Zugangsdaten nicht mehr weiß oder präsent hat, der kann gerne Jürgen Schütte oder mich anrufen und wir helfen euch dann weiter. Danke. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenken, und so weit übertrifft, was eure Möglichkeiten sind. Ja, es übertrifft, was ihr für möglich haltet. Ich möchte uns unter den Segen Gottes stellen. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen in Jesus Christus. Himmlischer Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist, wir stellen uns unter deinen Segen, in dem Wissen, dass wir in Jesus schon gesegnet sind. Wir bitten dich, lasse deinen Segen in dieser Woche uns bewusst werden, dass wir dich und dein Handeln in unserem Leben erkennen. Bewahre du uns auf den Wegen. Zeige uns deine Möglichkeiten, die unsere Grenzen weit überspringen, und schenke du uns deinen Frieden. Amen. Nach unserem nächsten Lied sagen wir Tschüss. Tschüss bis nächste Woche. Wir wünschen dir Gottes Segen, viel Freude und offene Augen zu erleben, was Gottes Barmherzigkeit in deinem und in unserem Leben bewirkt. Wir hören das Lied: Der Herr segne dich.